Ich habe alle Sol de Janeiro Body Sprays bestellt, damit ihr sie nicht ausprobieren müsst. Let's talk about them. Beginnen wir mit dem neuesten Launch der Marke, De Rosa 59. Der Duft dieses Parfums soll so gut sein, dass er sogar Spinnen anlockt. Ja, ihr habt richtig gehört, Spinnen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, ich habe noch keine einzige Spinne gesehen, seitdem ich dieses Parfum trage. Wenn ihr süße Düfte mögt, aber auch gleichzeitig den Geruch von Bodylotion oder cremigen Düften liebt, müsst ihr diesen Duft ausprobieren. Denn er riecht einfach nach Cupcake Frosting. I love it. Als nächstes haben wir De Rosa 68 und dieser Duft riecht einfach wie eine fruchtigere Version von Baccarat Rouge von MFK. Und ich glaube, mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. De Rosa 62 ist der absolute Klassiker. Das war der erste Duft aus der Reihe und der riecht einfach mega schön nach Vanille, Pistazie und salzigem Karamell. Und der ist einfach super lecker. Lecker ist das Stichwort, wenn es um De Rosa 71 geht, denn dieser Duft riecht einfach 1:1 wie ein Macadamia-Keks. Es riecht nicht mal mehr wie ein Parfum, sondern einfach nur wie ein Keks. Wenn ihr so riechen wollt wie ein Dessert, braucht ihr diesen Duft. Wenn ihr eher fruchtigere Sachen mögt, müsst ihr De Rosa 40 ausprobieren. Dieser Duft enthält nämlich Pflaume und Vanille. Mich erinnert er ein bisschen an Shampoo. Wenn ihr lieber clean Düfte mögt und frisch gewaschen riechen wollt, dann ist De Rosa 40 das Richtige für euch. Und last but not least haben wir Rio Radiance. Das ist einfach der absolute Beach-Babe-Duft. Er riecht einfach wie Sonnencreme und Kokosnuss, aber auf eine leichte und frische Art. Hier ist Tuberose drin und ich persönlich mag Tuberose überhaupt gar nicht. Aber diese Kombination mit Kokosnuss lässt es einfach super leicht, luftig und frisch riechen. Deswegen liebe ich diesen Duft, obwohl Tuberose drin ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich sagen, dass 62 mein Lieblingsduft ist. Ich liebe einfach Pistazienduft. Ich könnte wirklich darin baden. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr sie schon mal ausprobiert habt und wenn ja, welcher dieser Düfte ist euer Favorit?